Moin Leute, was geht ab? Heute gibt es mal eine andere Art von Video. Und zwar, Leute, werden wir uns heute mal die besten Pro-Tricks und Tipps für den Neubau-Modus anschauen. Lasst auf jeden Fall ein Abo und Like da, denn dieses Video extrem aufwendig war. Und schaut auch gerne beim YouTuber CashGraph vorbei, denn von denen habe ich die Video-Idee. Fangen wir direkt an mit dem Loadout, da das Loadout eines der wichtigsten Sachen im Neubau-Modus ist. Und ja, Leute, fangen wir mal mit den Pumps an. Da kommen nur zwei Pump-Guns in Frage. Einmal die Herrscher-Pump, die neue, oder die Torwächter-Pump. Meiner Meinung nach würde ich Torwächter-Pump-Gun spielen, da sie einfach momentan die stärkste Pump-Gun im Game ist. Ja, aber welche Pump ihr besser spielen könnt, Herrscher oder Torwächter, könnt ihr euch gerne aussuchen. In meinem Fall wäre es die Torwächter-Pump. Ja, denn natürlich die Hammer-Pump würde es auch noch geben, aber die Hammerpump ist einfach nur viel besser im Baumodus, wenn er zum Beispiel einen Gegner in der Box hat oder so, einmal aufendet, ihm einen schönen Hit mit der Hammer gibt und wieder zuendet. Dafür ist die Hammer da. Aber im Nullbaumodus können natürlich die Leute auch nicht bauen und dann können die einfach die Gegner mit diesem Pump ganz voll sprayen. Hört sich jetzt ein bisschen ekelhaft an und ein bisschen dumm, aber wir sind ja so auf Tag-Spieler, so Tag of E1, aber ja, ich würde auf jeden Fall dir die Torwächter empfehlen, weil die Torwächter aber momentan die beste ist, aber welche Pump ihr besser spielen könnt, ja. Leute, dann gibt es natürlich noch eine zweite Waffe und das wird keine MP sein, sondern ein Sprunggewehr, da in Nullbauen-Modus auf Range spielen das Beste ist. Ja, weil die Leute können halt natürlich nicht bauen, deswegen ist auf Range spielen nur das Beste. Ich glaube, das erklärt sich selber. Ja, Leute, da kommen nur natürlich zwei Waffen, einmal in die Frage, einmal die Scar und einmal die AUG. Ich glaube, würde persönlich die AUG mitnehmen sogar, weil ich einfach viel besser aus Aim mit der habe. Die macht schon gute Hits, aber die Scar ist natürlich auch gut, die Spread nämlich auch sehr gut. Und ja, Leute, auf jeden Fall, das könnt ihr euch aussuchen. Auf jeden Fall keine MP mitnehmen, immer ein Sturmgewehr mitnehmen, da auf Range spielen einfach das Beste in Neubau-Modus ist. Ja, auf jeden Fall, das ist euch überlassen, welche Sturmgewehr ihr spielt, entweder die AUG oder die Scar. Ich würde auf jeden Fall die AUG mitnehmen. Jetzt kommen wir zu einem der wichtigsten Items, was ihr wirklich jede Runde in eurem Loadout spielen müsst. Und zwar ist hier die Rede um den Flowberry Fizz. Der ist einfach so extrem wichtig, denn ihr könnt euch letztendlich healen und kriegt den Shockwave-Effekt. Das heißt, er ist auch ziemlich gut zum Moven. Im Endgame ist auch ziemlich wichtig, wenn die Soul jetzt extrem weit weg ist, könnt ihr den machen, extrem schnell moven. Ja, es ist halt momentan einfach die einzige Mobility im Game, die ihr so richtig spielen könnt. Und deswegen würde ich auch auf jeden Fall euch immer den Flowberry Fizz empfehlen. Und Leute, auf die letzten beiden Slots würde ich empfehlen, drei Biggies mitzunehmen, um euch direkt full zu machen und noch einen Biggie für 50 AP zu haben. Und einmal die Splashies, weil Splashies einfach momentan das Beste hier im Game ist. Einfach, ja, es kann dich einfach extrem schnell healen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, Leute, so solltet ihr das Loadout im Nullbau-Modus spielen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar holt euch immer Highground. Spätestens Endgame braucht ihr immer Highground. Das heißt, wenn ihr irgendwo einen Berg habt oder so im Endgame, geht immer auf den Berg, rotiert auf den Berg rauf mit eurem Flowberry Fist oder Shockwaves. Völlig egal. Ihr braucht auf jeden Fall immer Highground, da einfach Highground extrem wichtig ist, da die Gegner natürlich nicht bauen können. Oder ich könnte sie einfach von oben mit einem Sturmgewehr dann einfach weglasern. Was ebenfalls sehr, sehr wichtig ist im Nürnbaum-Modus, ihr braucht den perfekten Landespot, wo einfach am meisten Kisten sind, am meisten Loot einfach ist. Denn, ja, Leute, im Baumodus zum Beispiel droppt man ja auch gerne da, wo ganz viele Bäume sind oder so, wo man ganz viele Mets auch noch nebenbei farmen kann. Aber das wisst ihr ja im Baumodus nicht. Deswegen müsst ihr immer am besten dort droppen, wo am meisten Loot und Kisten sind. Ein weiterer Punkt ist die Deckung. Leute, da ihr nicht bauen könnt, braucht ihr immer irgendeine Deckung. Irgendwie hinter einem Stein oder hinter einem Auto oder so. Denn, ja Leute, wenn ihr ganz offen steht, könnt ihr einfach, wie gesagt, ganz easy weggelasert werden. Deswegen versucht euch immer irgendwie Deckung hinter einem Stein, hinter einem Auto. Was weiß ich, irgendwie hinter einer Wall, irgendwie von einem Haus oder so. Versucht auf jeden Fall immer Deckung zu holen, da das extrem wichtig ebenfalls im Nullbaumodus ist. Jetzt kommen wir noch einmal zur aller wichtigsten Sache im ganzen Nullbaumodus. Und zwar ist das euer Aim, Leute. Euer Aim ist das A und O im Nullbaum-Modus und ihr müsst wirklich euer Aim trainieren, falls ihr nicht so gutes Aim habt. Auch wenn ihr gutes Aim habt, reizt einfach, wenn ihr hier zum Beispiel in diese Map reingeht, blende ich einmal hier ein. Ich gehe auch jeden Tag in die Map rein, um mein Aim zu verbessern. Es reicht aus, wenn ihr 5 Minuten, 15 Minuten, wie auch immer, in dieser Map einmal seid und einfach euer Aim pur trainiert. Mehr müsst ihr nicht machen. Ja, auf jeden Fall, euer Aim ist sehr, sehr wichtig im Nullbaum-Modus und ich würde euch empfehlen, immer auf diese Map aufzugehen, um euer Aim zu trainieren. Ein weiterer Pro-Tipp und Trick ist, immer den Bunker mitzunehmen. Denn Leute, mit einem schlechteren Loot könnt ihr natürlich viel schwieriger die Runde gewinnen, als wenn ihr einen guten Loot habt. Also holt euch immer die Bunker, denn die sind einfach ziemlich wichtig. Und ja, wie gesagt, mit einem schlechteren Loot könnt ihr viel schwieriger einen Win holen, als mit gutem Loot.
Auf jeden Fall müsst ihr aber auch auf Camp aufpassen. Denn im Nullenbaumodus vercampen sich extrem viele Leute immer in die Ecken vom Tresor und lasern euch dann zu, wenn ihr reinkommt. Deswegen müsst ihr immer recht vorsichtig in die Tresore reingehen und erstmal die abchecken. Denn ja, im Nullenbaumodus könnt ihr ja, wie gesagt, nicht bauen. Und naja, dann campen sich halt immer gerne Leute in die Ecken und spawnen immer voll und ihr könnt halt nichts dagegen machen. Also passt immer auf, wenn ihr in Boca reingeht. Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, denn heute war es ja mal eine andere Art von Video. Ja, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Lasst ein Abo und Like da, da dieses Video extrem aufwendig war. Und ja, dann würde ich sagen, das war's wieder mit dem Video und ciao, ciao.